Servus zusammen und recht herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge LS22, solange es ihn noch gibt. Und wir sind auf der Deichhof Abendfrieden, Folge Nummer 17. Und das ist die Folge nach dem dritten Livestream, Late Night Farming bei mir auf dem Kanal. Und ihr hattet euch ja gewünscht, dass wir wieder auf die Deichhof gehen. Und nachdem wir ja wieder lange gestreamt haben, 3,5 Stunden, ist es natürlich wichtig, dass ihr jetzt wieder die Infos bekommt, was denn alles passiert ist hier auf der Deichhof während dem Stream, wie wir hier jetzt wieder weitermachen. Denn bevor wir in die Luft gehen und ich euch ein bisschen zeige, was passiert ist, 3 Erkenntnisse haben wir gewonnen. Wir brauchen mehr Salat. Das heißt, wir werden uns gleich ein Gewächshaus, ein zusätzliches bauen. B. Ja, das mit dem Mist bei den Schafen wird nicht funktionieren, definitiv nicht. Deswegen werden wir die Mistplatte entfernen. Und C. Ja, besser, man hat weiterhin deinen automatischen Speicherintervall aktiviert, denn während dem Stream ist hier tatsächlich auch mit der LS22 abgestürzt. Jo, also ganz, ganz wichtig, irgendwas muss es wohl sein mit dem Mod oder ähnlichem, aber so genau rausgefunden haben wir es nicht. Aber vielleicht kommt auch der LS22 langsam in die Jahre. So, was ist passiert? Was haben wir gemacht? Ich habe ja schon das letzte Mal, glaube ich, gespoilert, dass wir ja, ich sage mal, auswärts sehen, die Produktion gekauft haben für die Geschichten Popcorn, Pommes, Sonnenblumen, Rapsöl, aber vor allen Dingen Kleidung. Und da haben wir dann auch unsere Wolle hingebracht, die mittlerweile ja leer ist. Die gesamte Wolle wurde aufgebraucht und ist zu Kleidung verarbeitet worden. Und die werden wir behalten, denn der beste Preis meines Wissens, da sind wir schon wieder durch, ist, glaube ich, im April gewesen. Aber da kriegen wir richtig Schotter, auf jeden Fall. Denn wenn wir hier mal runterschauen, was man für Kleidung bekommt, so, hier, dann sehen wir 18.597 ist da für die Palette drin und das ist im April. Wir sind allerdings nicht im April, sondern ein bisschen schon weiter, deswegen eher für den nächsten Monat. Jo, also das erstmal die erste Erkenntnis. Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen in die Luft und schauen mal, was sich hier so getan hat. Vor allen Dingen hier drüben haben wir, ich glaube, es war Hafer abgeerntet. Das Feld ist soweit also erledigt. Wir haben Strohballen gemacht und haben die eingelagert. Damit wir nämlich für unsere Kühe dann auch Einstreu haben. Und habe ich es schon erwähnt? Ja, wir haben uns getrennt von dem Einstreuwagen. Der war einfach zu groß. Das hat einfach nicht funktioniert. Der war zu groß und ich habe mich auch generell dazu entschlossen, kein Einstreuwagen mehr zu benutzen, sondern wir werden die Ballen einfach reinlegen und das passt dann. So, hier war dann noch auf jeden Fall Unkraut zu bekämpfen. Das haben wir auch gemacht. Auch hier auf dem Feld haben wir Unkraut bekämpft und dort drüben auf unserem Feld, das hier auch gekalkt ist, Grüße gehen raus an den Tim, da habe ich, glaube ich, Raps angesät, wenn ich noch richtig weiß. Auf jeden Fall haben wir da schon wieder was angesät und wir werden demnächst auch ansehen müssen auf dem Feld hier drüben und ich denke, da packen wir dann Weizen drauf und hier drüben auf dem Feld im nächsten Monat, da packen wir Gerste drauf, weil Gerste können wir einen Monat früher ernten als Weizen. Jo, haben wir was Wichtiges gekauft? Nein, ich glaube, wir haben nichts gekauft. Und ansonsten haben wir uns natürlich um die Tierchen gekümmert, haben natürlich hier unsere Biogasanlage entsprechend arbeiten lassen und haben auf jeden Fall Eier verkauft, um zumindest ein kleines bisschen wieder ja, von den Schulden runterzukommen, denn wir sind ja jetzt mal bei geschmeidigen, hier ist es, bei geschmeidigen 175.000, also ein bisschen habe ich schon abgearbeitet, ein bisschen wieder runtergearbeitet und wir sehen ja, die BGA macht so zwischen 19.000 bis 16.000, je nachdem, ob wir noch ein bisschen Mist oder was reinkippen, ja, das ist so unser Dauergeschichte, auf jeden Fall, was die BGA angeht. Jo, so, ansonsten hat man mir gesagt, dass das wohl doch ein Bug zu sein scheint, dass eben hier
Denn das war auch beim Kalken mir aufgefallen und auch beim Spritzen mit Herbizid, dass irgendwie da drin die Paletten nicht so richtig leer werden, sondern irgendwie er die dann, ja, keine Ahnung, auffüllt oder wie auch immer. Also da scheint wohl ein kleiner Bug zu sein und da müssen wir uns Gedanken machen, ob wir dann damit weitermachen. Ist natürlich, ja, wir haben dadurch weniger Kosten, aber ich glaube, das ist auch nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Ansonsten, glaube ich, haben wir nichts Besonderes. Wir haben natürlich unseren Johnny noch in der Miete, weil den brauchen wir für die nächsten Monate. Okay, soweit, glaube ich, dürften wir jetzt alle wieder auf dem Stand sein. Gras mähen wird erst im, ja, es ist in diesem Monat, ich weiß es gar nicht. Wir sind im August, gehen wir mal schnell rüber. Aber ich bin der Meinung, die Felder werden erst im nächsten Monat, oder? Nee, das ist die erste Wachstumsstufe, da sehen wir es. Da ist noch ein bisschen was übrig von der letzten, vom letzten Mähen. Das ist die erste Wachstumsstufe, also kein Gras. Und hier drüben sehen wir noch die restlichen Hafer. Ja, aber jetzt steht vermutlich nur noch Mehl da. Natürlich, klar, wir haben den Hafer reingekippt, haben den eben zu Mehl verarbeitet. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz in die Produktion bei unseren, ja, Brot, bei Mühlenbrot. Und da sieht es so aus, Milch, Mehl, alles genügend drin. Was uns fehlt, ist definitiv der Salat. Und da kam natürlich die Idee aus dem Chat. Ja, dann stellen wir doch einfach so ähnlich wie auf der Alteiche noch ein paar zusätzliche oder zumindest ein zusätzliches Gewächshaus hin. Kann ja nicht schaden, ne? So, dann schauen wir mal. Das können wir dann auch, glaube ich, gleich machen. Hier haben wir es, ein großes Gewächshaus. Jo, da werden wir dann gar nicht mal so viel Action machen, sondern ich habe mir ja schon einen Platz rausgesucht. Und da können wir eben diese Stelle hier nutzen. Da können wir doch tatsächlich diese Stelle hier nutzen, um eben dann unser Gewächshaus hinzustellen. So ein bisschen schön unter die Bäume. Das sollte doch passen. So, das heißt, wir müssen hier aufräumen. Ein bisschen Platz schaffen. Und dann erstmal das Güllefass zur Seite. Und das können wir einfach erstmal hier aufs Feld stellen. Das stört nicht. So, Dele. Oh, da hat es hinten aber gebremst. Dann holen wir noch den Schwader. Ja, den Schwader. Und dann werden wir ein kleines bisschen bauen. Natürlich gilt an der Stelle immer am besten vorher nochmal den Spielstand speichern, falls das schief geht. Aber ich denke, ein Gewächshaus werden wir hinkriegen. So, dann packen wir das dahin. Zack, gehen ins Baumenü. Und dann schauen wir mal, was wir Schönes haben. Unter Produktion müssten Gewächshäuser sein. Und da sind die Standard-Gewächshäuser. Und das sollte eigentlich, ich denke, das große Gewächshaus sein. Ja, das passt. Das ist dasselbe. So, wichtig ist natürlich in dem Fall auch immer die Anzeigen einschalten, ne, damit man weiß, wo die Trigger sind. So, dann schauen wir, dass wir das hier parallel bekommen, damit es auch gut aussieht. So, es überlappt, das ist mir klar. Jetzt schauen wir mal. Okay. So, das überlappt. Dann haben wir es hier, ist okay. Dann gehen wir noch ein Stückel vor. Ja, noch eins zurück. So, ich denke, so sollte es passen, oder? Jo, zack, erledigt. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Hervorragend. Ich denke, das passt. Ja, okay, da oben kommt ein kleines bisschen. Wie kommen wir denn hier rein? Durch die Tür, ne? Ja, natürlich. So, na, ich glaube, das geht. Das können wir verschmerzen. Das, okay, können wir verschmerzen. Wir werden sowieso nicht so häufig hier drin sein. Hervorragend, das geht auf. Sehr schön. Dann werden wir auch gleich Wasser holen. Aber wir werden noch ein kleines bisschen malen. Augenblick, Augenblick. So, wie sieht es denn hier aus? Sieht gut aus, oder? Ja, natürlich, sieht gut aus. Ah, doch, da ist so eine kleine Kante. Aber nun gut, ist so. Jo, dann machen wir noch ein bisschen malen. Landschaft... Stopp, malen und dann würde ich nämlich, ich denke, das bietet sich an, dass man eigentlich, damit man weiß, wo die Paletten rauskommen, einmal, weil die werden ja hier dann gestellt und dann pflastern wir das Ganze. Ich denke, das macht Sinn. So. Naja, wir pflastern praktisch ums Gewächshaus rum.
ne, dass an den Stellen, wo man eben auch zur Tür rein muss. So, ich denke, das passt so. Okay. Dann machen wir das hier auch noch. Ja, okay, da haben wir jetzt ein bisschen großzügiger gepflastert. So. Ja, noch großzügiger, aber ist egal. Keine Ahnung, warum das jetzt so weit nach vorne geht. Aber dann machen wir einfach Folgendes nochmal. Busch und Dreck. So. Ja, ja, so können wir es, glaube ich, lassen. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir hier eventuell sowieso hier mal, weil wir ja hier immer unser Zeug reinwerfen. Zack. Ja, aber dann müssten wir eher Dreck machen, oder? Ja, weil hier laden wir ja auch, stellen wir auch immer Fahrzeuge hin. Ja, da könnten wir eigentlich mehr Kies hinmachen, oder? Schotter. Ja, da müsste ich auf jeden Fall erstmal die Sachen hier runter machen. So, okay. Ja, ich denke, das können wir erstmal so lassen. Dann haben wir da auf jeden Fall so ein bisschen eine Stellfläche für unsere Geräte, die wir da einmal reinstellen. So, und hier drüben können wir eigentlich das auch erstmal so lassen. Ja, also ich denke, wir müssen da jetzt nicht zu viel machen. Und dann haben wir hier auf jeden Fall eine Stellfläche. Dann können wir auf jeden Fall den... ja, den müssen wir auf jeden Fall mal zurückstellen. Wir müssen da sowieso noch irgendwann einen besseren Platz finden für die Gerätschaften, aber ich habe da schon eine Idee. Ich glaube, bei den Schweinchen, da ist ja auch irgendwie eine Halle. Und da könnte man dann eventuell auch arbeiten und Geräte einstellen, die eben da ein bisschen größer sind. So, das Fass stellen wir jetzt einfach mal direkt vor die BGA. Da gehört es ja mehr oder weniger auch hin. Da haben wir ja auch eine Fläche dafür. Okay. Ja, dachte ich mir. Ja, dass wir da ein bisschen am Eimer hängen bleiben. Okay. So, ich denke, das passt so. Dann können wir, ja, ich überlege gerade, wir nehmen den Lindtrack. Wo ist er denn, der Lindtrack? Hier. So, guck mal wieder in die falsche Richtung. Und dann würde ich nämlich erstmal gleich mal Wasser holen. Kann ja nicht schaden. Nehmen wir volles Paket. Und dann legen wir los, auf jeden Fall mit einer Produktion von Salat. Salat ist nämlich ganz, ganz wichtig. Denn da haben wir einfach ein bisschen ein Ungleichgewicht. Und Salat geht uns ständig aus. Und dann würde ich nämlich in einem anderen Gewächshaus nur Salat produzieren. Denn die Sandwiches bringen ja im Prinzip am meisten Geld. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir da etwas mehr Produktionskapazitäten schaffen. Sodele, sind wir wieder bei 27.750. Also das Geld rinnt uns sozusagen ein bisschen durch die Finger. Aber ich hoffe ja, dass sobald wir anfangen, die Wolle bzw. die Kleidung zu verkaufen, dass es dann flutscht. Ansonsten werden wir, und da bin ich auch gerade am Überlegen, ob das eventuell Sinn macht, ja, vielleicht noch ein paar Silageballen oder ähnliches machen. So, komm. Na, müssen wir noch ein wenig vor. Jetzt. Weil dann könnten wir natürlich das Feld hier vorne, wo ich eigentlich Gerste drauf machen wollte. Aber wir brauchen halt auch einfach Mehl, ne? Das ist das Thema. Und dann ist es gut, wenn wir schon mal wieder Gerste angesät haben. Denn das Mehl ist uns ja auch ausgegangen. So, dann werden wir hier einmal wenden. Und dann zurück zum Gewächshaus und dann geht's los mit der Produktion. Jo, servus.
Ja, und da wir ja ansonsten nicht allzu viel zu tun haben in diesem Monat, wird es wohl relativ schnell in den nächsten gehen und da können wir dann wieder zwei Felder drillen. Dann müssen wir Schnitt machen und dann werden wir mit Sicherheit auch wieder Wolle rüberbringen können zu unserer Produktion, denn dann wird es wieder genügend auch geben, dass das auch Sinn macht. So, jetzt schauen wir mal, wie wir hier am geschicktesten reinkommen, ne? So, jetzt wird es natürlich hier auch ein bisschen enger. Aber so eng ist es jetzt nun auch nicht. Boah, der hat aber auch wirklich, also als wenn die Bremsen kaputt wären, der schiebt unheimlich. So, stopp. Und gleich mal hier ins Glashaus gefahren. Ja, da hatten wir es ja auch davon im Stream, dass man eventuell irgendwann mal so ein Schadensmodell hier einfügen könnte. Oder einführen könnte. So. Noch ein kurzes Thumbnail. Sehr schön. Inhalt wird gespeichert. Ganz, ganz wichtig. Denn wie gesagt, normalerweise spiele ich immer ohne den automatischen Spielstand oder Spielspeicherung. Aber hier ist es mir jetzt das dritte Mal passiert. Und ich habe auch schon von anderen Spielern gehört, dass die ähnliche Probleme hatten. Witzigerweise. So, wir müssen in die Produktion. Wo werden wir denn die haben? Die werden wir hier unten haben. Hervorragend. Dann packen wir nochmal Wasser rein. Da machen wir die Butze voll. Und starten mit der Produktion. Wir werden das natürlich behalten. Ja, kommen wir jetzt hier rum. Werden das natürlich behalten. Und hier selbst die Produktionen und die entsprechenden Paletten hin und her fahren. Da habe ich nämlich immer richtig Bock. Also das macht Spaß. Auf jeden Fall, wenn man den richtigen Stapler am Start hat. Ja, jetzt wird es aber auch Zeit, dass wir, glaube ich, ein kleines bisschen anfangen zu sparen. Denn wir wollen ja in der Zukunft noch zwei Felder kaufen. Wir müssen im Herbst, wenn die Felder erntereif sind, ja das Maisfeld, ups, und wieder bremsen. Das Maisfeld, ja, noch ein Stück. Und das Zuckerrübenfeld, das zeige ich euch nochmal. So, denn wie ist denn der Plan? Hier haben wir, stopp, hier haben wir Mais drauf. Und wann ist denn das erntereif? Ja, ich denke im übernächsten Monat, genauso wie die Zuckerrüben, oder? So, Mais, ja, übernächster Monat und die Zuckerrüben auch im übernächsten Monat, weil die zwei Felder will ich dann kaufen. Und da brauchen wir doch glatte 121 plus die 43, also knappe 165, um die beiden Felder zu kaufen. Und dann können wir das Material einlagern. Wir können natürlich aus den Zuckerrüben auch noch bei uns in der Hofmühle Zucker herstellen und veredeln, damit wir das verkaufen können. Aber die Idee und der Plan ist da eben dann im Oktober, wenn wir alles soweit abgeerntet haben, im Oktober dann tatsächlich diese Fläche hier zu kaufen, auf dem der Schweinestall steht. Da sind dann nochmal 70.000. Also wir brauchen summa summarum 230.000 in Reserve. Und es steht ja mittlerweile, Augenblick, ja, 175 sind wir in der Kreide, also 400.000. Ja, müssen wir mal schauen, dass wir hier auf jeden Fall die nächsten zwei, drei Monate ein bisschen was verdienen. So schaut es nämlich aus für die Zukunft. So ist der Plan hier am Deichhof. Der Hof Abendfreden wird wachsen. Und dann haben wir auch, denke ich mal, genügend Felder zu bestellen und zu beackern. Und wir müssen immer noch schauen, dass wir ja noch keinen Drescher gekauft haben. Der fehlt uns auch noch. Wir haben den jetzt gemietet. Der kostet uns natürlich auch ein bisschen was, aber ist immer noch günstiger natürlich als einen gekauften. Und den werden wir dann übernächsten Monat dann auch abstoßen. Und dann haben wir erstmal wieder ein halbes Jahr lang Ruhe. Und dann müssen wir gucken, dass wir dann wirklich auch vielleicht genügend Geld haben, um einen eigenen Drescher zu kaufen. Aber das glaube ich fast nicht. Da werden wir noch lange, lange, lange an unseren Krediten arbeiten. So, dann werden wir hier nochmal ein bisschen Wasser einkippen. Rechtzeitig bremsen, weil ich weiß nicht, was mit dem hier los ist, ne? Aber der hat eine einen Bremsweg mittlerweile. So, aber er nimmt zum Glück relativ früh schon das Wasser hier an.
Jetzt muss ich gerade mal die Hilfe einschalten. Kann es sein, dass wir hier... Ja, Vorderradlenkung. Wir haben noch gar nicht die Allradlenkung. Ja, jetzt. So, das heißt, das müsste jetzt doch hier voll sein, oder? Ja, das passt hervorragend. Dann bringen wir den Anhänger wieder weg. Den werden wir wieder wegräumen. Sudele. Alles wegzuräumen ist immer gut. Man muss natürlich nur wissen, wo man es hingeräumt hat, damit man es dann auch findet, wenn man es braucht. Hervorragend. Den Kollegen lassen wir auch stehen. Dann laufen wir nochmal zum Gewächshaus und nochmal recht herzlichen Dank im Stream für die Idee, für den Tipp, dass wir hier auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen Action machen mit einem weiteren Gewächshaus. Und damit, Freunde, soll es auch wieder mal gewesen sein für eine Folge LS22 Deichhof Abendfrieden hier bei mir auf dem Kanal. Jupp, es geht munter weiter hier bei uns im August und wir haben noch viel, viel vor. Wir wollen noch viel, viel hier auf diesem wunderschönen Hof, auf dieser wunderschönen Map vom Kalle noch bewegen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei, würde mich freuen und ich sage an der Stelle wie immer Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.